merkwürdige Sachen, die Prodigy von Mobb Deep vor seinem Tod gesagt hat. Darunter Gesellschaften, die angeblich die ganze Welt beeinflussen würden. Aluhüte aufsetzen, geht los. Und von denen Jay-Z Bescheid weiß. Voodoo-Rituale, Kinder, die auf dem Weg zur Schule verschwinden und Hexendoktoren, die reiche Leute davon überzeugen, dass sie mit bestimmten Sachen ihren Reichtum vermehren können. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar ziehen wir uns heute mal wieder eine Flex-Doku rein. Merkwürdige Sachen, die Prodigy von Mobb Deep vor seinem Tod gesagt hat. Ich finde seine Videos echt extrem interessant und ich will noch ein paar Videos, die ich mir selber noch nicht angeguckt habe aus der Vergangenheit, auf jeden Fall reinziehen, gerade über Artists und über Bands, wie jetzt zum Beispiel Mobb Deep, die mich auch geprägt haben, wenn ich das so nennen darf an der Stelle. Da habe ich schon sehr Interesse dran und ich finde es gut, wie der Cousin Flex das immer aufgearbeitet hat und deswegen gehen wir da jetzt rein. Liebe geht raus an die ganze Community, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen und der Peter geht los. Let's go. Yo Leute, was geht? What's up, man? Hoffe, alles okay bei euch. Alles nice, ich hoffe bei dir auch, Bro. Heute geht es wieder mal um sehr interessante Geschichten. Wir gehen auf die merkwürdigsten Sachen ein, die Prodigy von Mobb Deep im Laufe seiner Karriere gesagt hat. Darunter Gesellschaften, die angeblich die ganze Welt beeinflussen würden. Aluhüte aufsetzen, geht los. Und von denen Jay-Z Bescheid weiß. Voodoo-Rituale, Kinder, die auf dem Weg zur Schule verschwinden und Hexendoktoren, die reiche Leute davon überzeugen, dass sie mit bestimmten Sachen ihren Reichtum vermehren können. Manche dieser Sachen sind so krass, dass man nicht detailliert darauf eingehen kann. Auch hat er behauptet, dass Tupac auf dem gleichen Film wie er war und über die Mehrheit der Sachen, die er angesprochen hat, Rest in Power, my G, auch Bescheid wusste. Und er deshalb getötet wurde. Noch dazu gehen wir auf die Pharmaindustrie ein, die Prodigy oft kritisiert hat und wie diese die heutige Medizin und Ärzte beeinflussen. Außerdem schauen wir uns den Stammbaum der US-Präsidenten an, denn er hat auch mal behauptet, dass alle Präsidenten Cousins sind. Und wenn man näher an Cousin, das ist wild jetzt. Alle Präsidenten sind Cousins. Das Thema reinschaut, scheint das sogar wahr zu sein. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Ja, Bruder. Mann, da war Rap noch Rap, weißt du, wie ich meine? So, das war mal Rap, Bruder. Wir waren Killuminati unterwegs, so, weißt du, wie ich meine? Wir haben gegen die Agenda gekämpft und nicht mit und für die Agenda, wie es heutzutage zu 99% ist, so, weißt du? Aber es gibt noch einige Kandidaten noch in Deutschland, Digga. Shoutouts gehen raus an Kianosch an der Stelle, Bro. I love you, man. Pac knew about all that shit. Why you think they murdered them? It wasn't no rap war. It wasn't because he jumped at Orlando. Conspiracy theory stuff, Illuminati stuff. Do you still believe that? Yeah, yeah, that's real. Yeah, yeah. Gehen wir mal kurz auf Prodigy ein. Albert Johnson wurde am 2. November 1974 in Hempstead, New York auf Long Island geboren. Er wuchs in Leafrack City in Queens auf und hatte einen älteren Bruder. Während er die High School of Arts and Design in Manhattan besuchte, lernte er seinen zukünftigen Musikpartner Havoc kennen. Das Duo wurde Poetical Prophets genannt, bevor es den Namen Geil, bisschen History auch von Mobb Deep und so. Da bin ich gar nicht so tief drin gewesen, weißt du, deswegen sehr interessant. Deep wählte. Unter dem Namen Lord T landete der damals 16-jährige Johnson einen Gastauftritt auf dem Soundtrack von Boys in the Hood. Im April 1993 veröffentlichte die Gruppe ihr Debütalbum, Juvenile Hell, über das Label Ford & Broadway Records. 2 Jahre später folgte The Infamous über Loud Records. Oh, The Infamous, heftiges Album, Freunde, heftig. The Infamous verhalf der Gruppe zu ihrem Durchbruch. Und das war das krasseste, Digga, ich schwör's dir. Gilt als einer der einflussreichsten Alben des East Coast Raps. Ist so, bis heute, ich pump das bis heute. Prodigys erstes Soloalbum erschien im November 2000. Nachdem er zu diesem Zeitpunkt bereits 4 Alben mit seinem Partner Havoc als Mobb Deep aufgenommen hatte, wollte er sich eine Auszeit nehmen, um an seinem Soloprojekt zu arbeiten. Er hat insgesamt 8 Alben und 2 Mixtapes veröffentlicht. Gehen wir mal auf die interessanten Sachen ein, die er im Laufe seiner Karriere angesprochen hat. Oft hat er von der Theorie gesprochen, dass eine mächtige internationale Gesellschaft existiert, die die ganze Welt beeinflussen würde. Von den Sachen, die wir hören und sehen, bis hin zu den Sachen, die wir essen. Man würde uns dumm durchs Entertainment und krank durchs Essen machen. Ja. Die Organisation, von der er spricht, ist ein Geheimbund, der am 1. Mai 1776 in Bayern von Adam Weishaupt gegründet wurde. Prodigy hat sich im Laufe seines Lebens oft öffentlich gegen diese angebliche internationale Organisation ausgesprochen. Von ihm stammen die berühmten Zeilen, die auf dem Remix von Ice Shutcher drauf waren.
aus dem Album Mr. Smith von LL Cool J. Diese Zeilen wurden auch von Jay-Z auf dem Track Devil gesampelt. Digga, Illuminati want my mind, soul and my body. Bro, so, krass, Digga. Wenn du heutzutage sowas sagen würdest oder ansprechen würdest, Bro, du bist weg. Du bist raus, Digga. Raus. Vor allen Dingen in Deutschland, Digga. In Amerika geht noch ein bisschen mehr, aber in Deutschland bist du raus aus dem Game. Da spielst du nicht mehr mit. Bruder, du bist drin, Alter. Du bist drin, aber sowas von. Im Gefängnis im Jahr 2007 schrieb und veröffentlichte Prodigy einen offenen Brief an Jay-Z, in dem er einige merkwürdige Behauptungen aufstellte, die auf die vorhin erwähnte Organisation anspielen. Ich lese euch mal ein paar Zeilen daraus vor. Jay-Z kennt die Wahrheit, aber hat sich für das Böse entschieden. Ist so. Um in der Konzernwelt akzeptiert zu werden. Jay-Z verbirgt die Wahrheit vor der schwarzen Community und der Welt und fördert stattdessen den Lifestyle des Beasts. Jay-Z ist eine Lüge. Ich habe so viel Feuer an meinem Herzen, dass ich unerbitterlich Jay-Z, Illuminaten und alle anderen Bösen angreifen werde, die existieren. Genau so machen wir das nämlich und wir sind bereit dafür zu sterben, Bro. Dein Spirit lebt in mir weiter, Bruder. Genauso wie Pac seiner, DMX seiner und von allen anderen, die für uns gekämpft haben, für die Menschen, so, weißt du? Dass meine Lichter ausgeschaltet sind. Dazu hat er sich eine Zeit nach seiner Entlassung bei dem Sender HuffPost Live geäußert. Er wurde gefragt, ob er noch immer so denkt wie damals. About a lot while you were in prison was a lot of the conspiracy theory stuff, Illuminati stuff. Do you still believe that? Yeah, yeah, that's real. Boom. So und nicht anders. Er ja geantwortet hat. Aber wo er dann zum Beispiel gesagt hat, dass er jetzt nicht glaubt, dass Rapper oder Jay-Z ein Teil dieser Organisation sind. Er war aber noch immer der Meinung, dass wir manipuliert werden und man uns durch das Essen bewusst krank machen würde. Er hat immer gesagt, er will die Leute aufklären, aber will jetzt nicht den Lehrer spielen. Er hat es immer so erklärt, dass er in seinen Songs versteckte Medizin hat. Er gibt den Leuten das, was sie wollen und mischt noch etwas rein, worauf sie vielleicht einmal stoßen und selber anfangen zu recherchieren. In einem weiteren Interview hat er mal erklärt, wie er überhaupt auf diese Themen gekommen ist. Und zwar von einem Mann namens Dr. Malaki York. In Amerika lebst du aber auch dann auch nicht lange, wenn du tief drin bist. Ja? Bis ich Bücher. I know. Es ist einfach nur, dass Amerika eventuell die Grenzen noch ein bisschen weiter nach hinten verschoben sind. So. Also du kannst ein bisschen mehr Stuff sagen, ohne direkt gefickt zu werden, als zum Beispiel in Deutschland. So. Aber natürlich gibt es da auch seine Grenzen. Durchgelesen, wo über die eigentliche Bedeutung von Feiertagen wie zum Beispiel Ostern, Weihnachten und Halloween gesprochen wird. Digga, es sind heidnische Feiertage, die als... In einem weiteren Interview hat er mal erklärt, wie er überhaupt auf diese Themen gekommen ist. Und zwar von einem Mann namens Dr. Malaki York. Er habe sich Bücher durchgelesen, wo über die eigentliche Bedeutung von Feiertagen wie zum Beispiel Ostern, Weihnachten und Halloween gesprochen wird. Das ist auch eine wilde Geschichte, mein lieben Freund. Ich kenne da auch ein, zwei Dinge zu. Ich wollte das jetzt nicht zu Weihnachten, ich wollte da nicht drauf reagieren oder das zu krass jetzt hochladen oder so, weil ich euch das nicht vermiesen wollte. Aber wenn das neue Jahr angefangen hat, dann können wir uns mal mit den Themen auch auseinandersetzen. Es sind heidnische Feiertage, die als christliche getan sind und eigentlich gar nichts mit dem Christentum zu tun haben. Außerdem haben die meisten von ihnen einen sehr düsteren Ursprung. Das hat ihn näher in alles reinschauen lassen. Und er fing an, immer mehr Bücher über so Themen zu lesen. Alle von Dr. York. Kurz zu Dr. Malaki York. Er ist auch ein oft erwähnter Name in der Hip-Hop-Szene. Er wurde schon... Er müsste ein mieser Verschwörungsmystiker sein, wenn ich das richtig sehe. ...vielen Tracks erwähnt. Like the great Dr. Malaki York was. Cause I talk like Dr. Malaki York. The name was Dr. Malaki York. Consulted by the son of Malaki York. Donkey. Geil, Mann, der alte Rap, feier ich. Ende der 90er Jahre wurde ein anonymer Brief an die Polizei geschickt, wo davon gesprochen wurde, dass er ca. 100 Kinder missbraucht haben soll. Ach nee. Doch jeder seiner Anhänger behauptet, das wären erfundene Geschichten, um sein Bild in der Öffentlichkeit zu zerstören und ihn nicht noch im Knast als Märtyrer sterben zu lassen. Das wäre nichts Neues, wenn ich das so sagen darf. Dieser Dr. York hat zum Beispiel behauptet, dass die Mehrheit der Pharaonen damals schwarze Personen waren. Er hat über Statuen in Ägypten geredet, wobei den meisten die Nase fehlt. Man soll bei fast allen Statuen in Ägypten die Nase extra abgemeißelt haben, um die markante schwarze Nase verschwinden zu lassen. Ja. Wenn wir uns mal Bilder von schwarzen Leuten anschauen, sehen wir, dass die meisten die gleiche breite Nase haben. Da diese leicht einzuordnen ist und man die eigentliche Herkunft der Pharaonen geheim halten wollte, hat man diese einfach bei den meisten Statuen abgemeißelt. Andere behaupten aber, das stimmt nicht. Da es ja noch immer Statuen gibt, die die Nase... Ich kann mir das vorstellen, sagen wir mal so. ...anhaben und die in Anführungsstriche ganz normal ist. Auch hat er über viele weitere interessante Sachen gesprochen. Was aber sehr fragwürdig an der Sache ist, ist, dass ja Prodigy über Geheimgesellschaften geredet hat.
Aber dieser Dr. Malaki York ist anscheinend auch ein Mitglied so einer Gesellschaft. Echt? Ich will in diesem Video nicht näher auf diese Organisation eingehen. Echt? Das wäre jetzt interessant, Bro. Aber wer sich ein bisschen mit sowas auskennt, für den wird Shriners ein Begriff sein. Die Shriners, Digga. Ah, Shriners, Digga, hab ich schon mal gehört. Das oben ist doch arabisch, ne, was da steht, Digga. The Ratib. Aha, das wäre jetzt eine miese Recherche auch. Also da würde ich jetzt eigentlich gerne ein bisschen mehr wissen, so. Auch war er der Gründer mehrerer sogenannter islamischer Gruppen. Islamische Gruppen? Die aber genauso wie die 5%er und die Nation of Islam eigentlich nichts mit dem Islam zu tun haben, sondern einfach nur selbstgemixte Religionen sind. Leute bezeichnen sich selber als Propheten Gottes und Götter. Okay, das ist dann einer zu viel, so ein bisschen, will ich sagen. Wer sind die Shriners, Digga? Shriners habe ich schon mal gehört. Da hat einer ein Video zu den Shriners? YouTube, wenn einer ein Video zu den Shriners hat, unten in die, nicht in die Kommentare, sondern auf Discord hochladen, ja? Und mischen zum Beispiel Islam, Christentum, Mystizismus und Gnostizismus zu einer eigenen Religion. Eine weitere fragwürdige Sache, die Dr. Malaki betrifft, sind einige Bücher, die er geschrieben hat. Der sieht schon aber auch schon ein bisschen weird aus. Der sieht schon ein bisschen aus, als ob er ein bisschen zu tief drin ist, der Cousin. Wo er Leuten schwarze Magie beibringt. Über dieses Thema kommt bald ein... Um Schreiner zu werden, muss man Freimaurer Meister sein, also im dritten Grad. Ja, irgendwas haben wir schon mal gehört, ne? Das Video. Und zwar schwarze Magie in der Entertainment-Branche. Wer das Video nicht verpassen will, abonnieren und Glocke aktivieren. Prodigy hat auch oft über spirituelle Sachen geredet. Das Thema Magie war auch einmal dabei. In seinem Brief, den er im Knast an Jay-Z geschrieben hat, hat er auch geschrieben, dass man die Menschheit unter einen Fluch gesetzt hat, der sie daran hindert, ihr wahres Potenzial zu erreichen und dafür sorgt, dass sie weiter ignorant umherwandeln und mental versklavt bleiben. Das ist schon mies. Also der war schon sehr hart in der Recherche drin, wenn ich das so sagen darf, der Cousin, der Prodigy, glaube ich so. Weißt du, hat sich mit vielen Sachen auseinandergesetzt. So. Ist das so, wenn du dich mit ganz vielen Themen auseinandersetzt, dass du dich mal verrennst und dass du mal den falschen Leuten zuhörst und den falschen Leuten eventuell sogar auch glaubst, was die erzählen? Kann ich unterschreiben, ist so. Da musst du echt auch schön in deiner Mitte drin bleiben, nicht zu radikal werden, immer schön open-minded bleiben und dich nicht verrennen in irgendwelche Sachen, so, weißt du? Weil es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ich will hier nicht sitzen und sagen, ja, es ist total easy und kann nie passieren, dass du mal was glaubst, was nicht stimmt oder was glaubst, was ein bisschen zu crazy ist, so. Aber nichtsdestotrotz glaube ich und finde ich, dass wir Menschen das Recht haben zu verstehen, wer wir eigentlich wirklich sind und wo wir herkommen und was mit uns getan wird und wer uns unter Kontrolle hat und diese ganzen Sachen so. Und es ist nun mal einfach schon zu oft rausgekommen und man hat schon zu oft gesehen, wie diese Dinge ans Licht gekommen sind, dass wir verarscht wurden bei gewissen Dingen, dass Politiker in ganz ekelhaften Machenschaften involviert sind teilweise und dass die Historie und die Wissenschaft kontrolliert sind und dass wir nicht ganz genau wissen, wo wir als Menschen herkommen und so. Deswegen musst du in die Recherche reingehen im Endeffekt so. Du musst dich selbst informieren. Und natürlich ist das Potenzial da, dass du dich mal verrennst oder mal Dinge glaubst, die vielleicht nicht stimmen. Aber es ist der einzige Weg Richtung Wahrheit, meiner Meinung nach. So, weißt du? Und es ist nicht schlimm, wenn du dich mal vertust. Es ist auch nicht schlimm, wenn du mal für 2 Jahre lang irgendwas glaubst, was nicht Fakt ist. So, weißt du? So. So. Das ist nicht gefährlich. Das gehört dazu. Ein weiteres interessantes Thema, was Prodigy angesprochen hat, war die Pharmaindustrie. Und wie die heutige Medizin nur darauf ausgelegt ist, Medikamente zu verschreiben, die nur die Symptome unterdrücken, aber nichts am Zustand der Krankheit verbessern. Man würde uns nichts über Ernährung beibringen, obwohl das der Schlüssel zur Gesundheit ist. Er hat früh durch seine Erkrankung gelernt, dass man viele der Krankheiten durch die richtige Ernährung bekämpfen kann. Facts. Gehen wir mal kurz Shoutouts Dr. Sebi. Das Thema Pharmaindustrie ein. Das Gesundheitssystem ist eins der korruptesten Systeme überhaupt. Facts. Es geht schon so weit, dass die Pharmaindustrien teilweise angeben, was auf den Medizinschulen gelernt wird. Denn die Pharmaindustrie ist sozusagen der Sponsor vieler Universitäten. Auch stehen alleine... Die indoktrinieren die Ärzte schon von Anfang an. ...in Deutschland ca. 71.000 Ärzte auf der Gehaltsliste von Pharmaunternehmen. Wenn man heutzutage zu einem Arzt geht, wird in 4 von 5 Fällen immer ein Rezept verschrieben. Obwohl es oft unnötig ist. Medikamente sind nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs die häufigste Todesursache. Crazy. Ein weiteres sehr interessantes Thema, worüber er geredet hat, war, dass alle amerikanischen Präsidenten Cousins sind. Und das ist jetzt miese Recherche. Da will ich jetzt mal wissen, was da dran ist. Nicht nur eine Theorie, sondern ein Fakt. Echt? Ein 12-jähriges Mädchen hat im Jahr 2012 mal nachgeforscht und hat diese Sachen herausgefunden. Ein 12-jähriges Mädchen? Oh shit, man. Alex Jones, Digga, wir sind da. Jetzt sind wir mies in der Schwurbelei drin. President Barack Obama. I mean, my view on him is that, you know, number one,
You can't be a president of the United States unless you're part of this bloodline that they got going on that goes all the way back to, you know what I mean, European royalty. Okay. No, you will not be an American president unless you are linked and part of this bloodline. And Obama is. You know, he's a part of that. That's why he was allowed in into the door. That's why he was placed where he's at now. Well, he's related to Cheney and Bush. Yeah. Ist verwandt mit Cheney und Bush? Thomas Jefferson, what do Barack Obama, Thomas Jefferson, George W. Bush and the other past U.S. presidents have in common? Besides holding the coveted title of Commander-in-Chief, it appears that all of them but one are cousins. Oh, shit. And by the way, they're all related to everybody else. That's been confirmed. I heard a lot of people say, oh, well, all humans are related. US President's Family Tree. Das war so, was hat die gemacht, das Mädel da? 12-jähriges Mädchen hat ein Schulexperiment gemacht, oder was? I'm not talking about that. I'm talking about, you know, first, third, fourth, fifth cousins. Like, I'm talking about very related. Like, this is your family. Es scheint so, als ob noch die gleichen Königsfamilien, die schon im Mittelalter geherrscht haben, noch immer im Hintergrund einer Macht sind. Kann ich mir gut vorstellen. Prodigy hat auch gesagt, dass Tupac von den meisten Sachen, über die er geredet hat, Bescheid wusste. Und das kann auch sein. Denn das letzte Album von Tupac hieß The Don Killuminati, was eine Anspielung auf diese Gesellschaft ist. Er sagt, dass die Regierung Tupac auf dem Gewissen hat. Und noch dazu, dass sie den damaligen Beef zwischen Tupac und Biggie durch die Medien größer gemacht haben, als er eigentlich war. Pac knew about all that shit. Why you think they murdered that? It wasn't no rat war. It wasn't because he jumped at Orlando. No. That's a fucking lie. The government killed Pac. The feds had something to do with it. They set that nigga up. And they had something to do with Biggie getting killed too. And then they tried to make it look like a rat war. Yo, if Pac was still alive, we would be on the same team. Basically, what I'm trying to say is safe. Beefing with all these street. Hey, yo, we need to get together and fucking go. The government, son, the military, all these that preach, bro, corrupting our minds, our brains, the Food and Drug Administration. Wir ficken uns gegenseitig, so weißt du, wie ich meine? Ist so. Hollywood, you name it. Und das machen die auch bewusst so. Deswegen kommen ja immer wieder neue Tools in die Gesellschaft, wo wir gegeneinander kämpfen. Geimpft, nicht geimpft, LGBTQ, nicht LGBTQ, Mann, Frau. Ukraine pro das Russland, Israel, Palästina, immer wieder irgendwelche neuen Dinge in der Gesellschaft, dass wir uns gegenseitig gegeneinander, dass wir gegenseitig gegeneinander gehen, sodass wir nicht uns mal zusammenschließen und dann checken, dass wir eigentlich gegen eine gewisse Gruppe gehen müssten, die uns die ganze Zeit kontrollieren, so weißt du? Healthcare, everything, everything is connected, it's all crooked, they got this whole world they got our minds and that's what I meant when I said me and Pac would be on the same team. Dann gab es noch ein Thema, das so krass ist, dass man nicht detailliert darauf eingehen kann. Leute, in Zukunft werde ich mir für so Themen extra was einfallen lassen. Weil auf YouTube kann man manche Sachen nicht besprechen, ohne Paranoia zu haben, dass man einen Strike kriegt. Auf jeden Fall hat er diesen Post hier auf Twitter gemacht. Es geht um Voodoo-Rituale und hunderte unter 18-Jährige, die jährlich verschwinden. Und das ist nicht irgendeine Theorie, darüber wird sehr oft berichtet. Sehr oft sogar. Manche Sachen, die da behauptet werden, sind schon sehr krank. Und zwar, dass reiche Leute von Hexendoktoren überzeugt werden, dass sie ihren Reichtum vermehren können, wenn sie bestimmte Sachen machen. In Uganda verschwinden hunderte, aber in der USA, Europa und generell auf der Welt schauen die Zahlen ganz anders aus. Es ist einfach unglaublich, wie viele Leute jährlich vermisst gemeldet werden. Ja, Digga, in Deutschland werden jährlich ca. 100.000 Kinder als vermisst gemeldet. Bruder, das ist... Haben wir uns ja letztens auch ein Video reingezogen, das ist immer, da gehen die Emotionen auch, das ist... Es tauchen ca. 33% wieder auf. Aber es bleiben trotzdem unglaubliche Zahlen. In den USA sind es 460.000, England 112.000. Das ist krass, Mann, Digga. Darüber redet auch keiner wirklich, so weißt du, wie ich meine, es ist uns gar nicht richtig bewusst, wie viele Kinder einfach verschwinden, so weißt du, und wie viel und wo die landen im Endeffekt auch und so. Das ist ein Thema, was eigentlich komplett auch verschwiegen wird, so. Das kommt nicht in den Nachrichten richtig, Digga. Das wird von der Politik nicht richtig behandelt, so. Das kommt nicht von irgendwelchen Leuten, die in der Öffentlichkeit stattfinden, richtig an den Start, so. Das wird voll unterdrückt, dieses Thema, so. Weißt du? Obwohl es um unsere Zukunft geht, um unsere Kinder. Das muss man sich mal reinziehen, eigentlich im Endeffekt, weißt du?
Warum wird so wenig darüber geredet, wenn es um unsere Zukunft geht, Bro? Hat irgendeiner ein Interesse daran, dass wir nicht darüber reden? Das muss man sich dann auch wieder fragen, so, weißt du? Und warum haben diese Leute ein Interesse daran, dass wir nicht darüber reden, so? Und Indien auch fast 100.000 Leute. Es verschwinden sozusagen jährlich ganze Kleinstädte. Und Gerüchten zufolge sollen diese Personen... Auch bei diesem Ganzen, was ich auch gehört habe, ist bei diesem Ganzen, wenn Leute aus anderen Ländern zum Beispiel versuchen, in Amerika einzureisen, so, ne, dann ist auch so, dass da an den Borders, also an diesen Grenzen quasi, weil es ja wild ist und das sind auch meistens irgendwelche ganz mächtigen Leute, die das Ding unter Kontrolle haben, so, dass da auch sehr viele Kinder verschwinden, die eigentlich nach Amerika kommen wollen, um da ein besseres Leben zu führen, so. Da werden teilweise die Kinder von den Leuten werden abgekauft und oder einfach entführt, gekidnappt und so. Was passiert mit diesen Kindern? Was wird mit denen gemacht? So, weißt du, wie ich meine? Warum gibt es da keine richtigen Investigations und warum wird uns darüber nichts richtig erzählt? So, weißt du? Warum? Die vorhin erwähnten Sachen verguckt werden. Wie gesagt, in Zukunft werde ich mir für so Themen extra was einfallen lassen, damit man auch unzensiert über so Sachen reden kann. Prodigy starb am 20.06.2017. Mach Rumble, Cousin! Angeblich, weil er sich an einem Ei... Rest in Peace, Digi. ...verschluckt hat. Weil er sich an einem Ei verschluckt hat? Wegen seiner... Das sind nochmal die heftigsten, die glaubwürdigsten Todesursachen, war? ...krankheit ins Krankenhaus eingewiesen. Kurze Zeit später hat man dann berichtet, dass er sich an einem Ei verschluckt hat und gestorben ist. Was denkt ihr über diese ganze Geschichte? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Ich küsse dein Herz, Flex, Digga. Starkes Video mal wieder. Liebe geht raus auf jeden Fall. Interessante Thematik, sage ich euch so, wie es ist. Ja, gut aufgearbeitet und man weiß wieder ein bisschen mehr über... Ich lerne gerne Sachen über Menschen, die ähnlich unterwegs waren wie ich selber auch, weißt du? Und das sehe ich wirklich auch so. Ich will mir die Geschichten von den Leuten reinziehen. Ich will gucken, was die gesagt haben, was mit denen passiert ist, wie die eventuell gestorben sind und so. Ja, weil ich das Gefühl habe, irgendwie auch, man ist miteinander irgendwo connected. So, alle Leute, die nach der Wahrheit gesucht haben und die für die Menschen und für die Freiheit gelebt haben und auch ihr Leben dafür oft gegeben haben, so, die muss man immer noch hochhalten, die muss man erwähnen, über die muss man sich Dinge reinziehen und ja, schreibt eure Gedanken dazu in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang.